Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge meines Dreamweaver-Kurses. Mein Name ist Andreas Stocker und ich werde im zweiten Teil dieses Kurses zur Erstellung von Responsive Websites mit Dreamweaver CS6 erklären, wie wir unsere Seite stylen, damit das hier sichtbare Layout entsteht. So, wir können jetzt bei unserer Seite bereits mit dem Styling beginnen. Das heißt, wir werden uns zuerst einmal darum kümmern, dass wir unsere Schrift für den Text vorbereiten. Und dazu müssen wir mal schauen, wo unsere CSS-Regeln jetzt eingefügt sind. Ich mache mal diesen Bereich hier oben etwas kleiner, das Einfügen-Fenster. Das brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Und jetzt können wir uns eigentlich auf die Stile, auf die CSS-Regeln konzentrieren. Die haben wir dann hier dargestellt. Und wir sehen jetzt hier derzeit, wir haben hier unsere Boilerplate-CSS, die von Dreamweaver eingefügt wurde. Und wir haben hier unsere Responsive-CSS-Datei. Und diese hat schon eine ganze Menge Inhalt. Also wir sehen hier, hier sind alle einzelnen Elemente eingefügt. Und ich möchte jetzt noch kurz zeigen, wie das Ganze aussieht im CSS-Code, damit wir sehen, was hier alles drinnen ist. Gehen wir ganz nach oben. Hier haben wir also einige Hinweise, auch über die Spaltendarstellung. Und wir beginnen hier mit dem Layout für mobile Geräte oder weniger. Und sehen also hier mal den Grid-Container definiert und hier unsere einzelnen Elemente, Logo, Navigation, die Produktspalten, die wir haben, News, Blog und Footer. Und kommen jetzt anschließend in den Bereich das Layout für Tablet-Geräte. Das ist im Bereich von 481 bis 768 Pixel. Und im Prinzip werden alle Stile, die oben einmal angegeben werden, automatisch für dieses Layout auch verwendet. Wenn ich aber jetzt irgendwelche Regeln anders haben möchte für den Tablet-Bereich, dann kann ich die genau hier unten angeben. Und das wird durch diesen Media Query Angabe gelöst. Das heißt, hier sage ich für alle Screens mit einer Mindestbreite von 481 Pixel sollen die folgenden Regeln gelten. Und hier sehe ich jetzt noch einmal, hier sind also wiederum meine einzelnen Ebenen angegeben, die hier entsprechend in der Breite noch angegeben werden, weil ich ja ganz andere Spaltenbreiten hier verwendet habe. Ja, und zum Schluss haben wir jetzt noch hier unser Desktop-Layout. Das gilt für den Bereich von 769 bis 1232 Pixel und auch hier werden die Stile vom Layout vom Mobilgerät und vom Tablet-PC geerbt, außer ich habe hier wiederum eigene Regeln. Das wird wiederum diese Media-Query, das heißt für einen Screen mit einer Mindestbreite von 769 Pixel, heißt ab dieser Breite gelten dann die Regeln für den Desktop-Bereich. Und hier sehe ich ebenfalls wieder alle Div-Elemente, die wir eingefügt haben, mit den entsprechenden Breiten, die wir dafür benötigen. Ja, das soweit einmal unsere CSS-Regeln, die Dreamweaver automatisch im Hintergrund für uns erstellt haben. Das heißt, wir haben gesehen, durch das Einfügen von diesen Responsive-Div-Elementen ersparen wir uns die Arbeit, dass wir diese Regeln manuell und selbst erstellen müssen, sondern diese Regeln erstellt Dreamweaver automatisch für uns im Hintergrund. So, wir werden jetzt hier in unserem Layout einmal unsere Produkte definieren. Um jetzt unseren Body-Bereich zu stylen, fügen wir jetzt die neuen Regeln in einer separaten Datei hinzu. Dazu schalten wir hier wieder unseren Quellcode um und legen jetzt hier eine neue CSS-Regel an. Und zwar für einen Tag, für den Body-Tag und definieren das Ganze jetzt nicht in dieser Stylesheet-Datei in der bestehenden Responsive, sondern legen eine neue Stylesheet-Datei hier an. Diese fügen wir im CSS-Ordner an, hinzu und nennen sie layout.css. Für diese Regel werden wir die Schriftart auf Arial und die Font-Size auf 14 einstellen. Und wenn wir jetzt auf die Entwurfsansicht umstellen, dann sehen wir hier, die Schrift hat sich automatisch hier auf unsere neue Schrift angepasst. Als nächstes stylen wir für den Produktbereich die Überschriften und die Bilder. Wir fügen dazu in der Layout.css eine neue Regel hinzu, wählen hierbei zusammengesetzten Ausdruck und wählen dann unser Div-Element Prod1 und die Überschrift H2. Und das Ganze soll in der Layout.css abgelegt werden. Wir wählen dafür
die Schrift Areal und die Schrift Fett aus. Weiters soll die Schrift in der Farbe Weiß dargestellt werden und eine Hintergrundfarbe eines dunklen Grau bekommen. Der Text soll dann noch mittig ausgerichtet werden. Und wir geben OK an und wir sehen, die Überschrift wurde entsprechend angepasst. Jetzt fügen wir noch die Regeln für die Bilder hinzu. Hier nehmen wir ebenfalls einen zusammengesetzten Ausdruck. Wieder für Prot 1 und dort die Bilder in der Layout.css. Und fügen dem Bild jetzt einen Rahmen, einen Solid-Rahmen von einem Pixel mit ebenfalls einem Grau hinzu. Weiter soll zwischen Rahmen und Bild noch ein weißer Rand sein. Das heißt, wir haben noch ein Padding von 2 Pixel rundherum. Wir sehen hier jetzt bei unserem Bild den Rahmen und die weißen Rahmen rund um das Bild herum. Das Ganze ist natürlich noch nicht für das Produkt 2 und das Produkt 3 angepasst worden. Dazu können wir die Regel direkt im Quellcode erweitern. Wir nehmen diesen ersten Teil der Ebene Prot 1 mit der Überschrift H2 und setzen mit Beistrich die Ebene Prot 2 und Prot 3 dahinter. Dasselbe machen wir noch für das Bild. Und wenn wir uns das Ganze jetzt im Entwurfansicht ansehen, dann sehen wir, dass Produkt 2 und Produkt 3 ebenfalls so gestylt sind. Sehen wir uns noch das Layout in den anderen Darstellungen an, in der Tablet-Variante und in der Desktop-Variante. In der Desktop-Variante und in der Tablet-Variante erkennen wir, dass die Bilder hier über den Rahmen, über den Rand hinausragen. Das liegt daran, dass die Gesamtgröße durch den Rahmen und das Padding erweitert wurde. Das bedeutet, wir müssen das Bild in der Breite insgesamt kleiner machen. Dazu bearbeiten wir die Regel für die Bilder und geben hier bei der Breite eine Breite von 98% an. Es ist ganz wichtig, dass wir hier die Werte in Prozent und nicht in Pixel angeben, da es sich beim Dreamweaver Responsive Design um ein flüssiges Layout handelt. Ich bestätige hier mit OK und sehe, dass die Bilder in der Größe hier sehr gut passen und ebenfalls hier in der Tablet-Variante. Beginnen wir als nächstes mit dem Stylen der Navigation. Wenn wir uns an unser Mockup erinnern, dann sehen wir, dass wir für die Navigation hier die Navigation einmal mit Menüpunkten nebeneinander neben dem Logo stehen haben, für die Tablet-Variante ebenfalls nebeneinander, allerdings für die Mobile-Variante haben wir die Menüpunkte untereinander stehen. Das bedeutet, dass wir hier keine generelle CSS-Regel für das Menüdesign verwenden können, sondern dass wir abhängig vom Media Query ein anderes Menü-Styling angeben müssen. Wir beginnen also zuerst einmal mit der Mobile-Variante und ändern dazu jetzt direkt im Code, im Responsive CSS, die Inhalte. Es ist im Dreamweaver CS6 nicht so leicht möglich, die Inhalte hier über den CSS-Designer zu verändern, da hier im Dreamweaver CS6 noch keine Media Queries berücksichtigt werden. Diese Funktion wurde erst im Dreamweaver CC hinzugefügt. Wir suchen uns hier
im Quellcode des Responsive CSS unser Layout für Mobilgeräte und gehen ganz ans Ende dieser Regeln. Hier kurz bevor die Regeln für den Tablet-PC beginnen, schreiben wir jetzt unsere Regeln für unsere Navigation des mobilen Layouts. Wir werden zuerst einmal alle UL-Elemente im Nav-Bereich stylen. Dazu nehmen wir das Padding auf 0 Pixel und ebenfalls den Margin auf 0 Pixel. Damit erreichen wir, dass wir irgendwelche Ränder, die bei den Listenelement vorhanden sind, hiermit entfernen. Als nächstes stylen wir das Listenelement selbst. Zuerst geben wir die Farbe für unser Listenelement an. Diese soll schwarz sein. Die Font Size für das Listenelement soll 18 Pixel sein. Das Listenelement soll als Blockelement definiert werden. Und wir wollen den ListStyle Type auf None setzen. Das heißt, wir wollen die Listenpunkte entfernen. Weiter sollen die Listenelemente einen Border von 2 Pixel, einem Grau in Solid bekommen und eine Hintergrundfarbe, die weiß ist. Vom linken Rand soll ein Padding von 5 Pixel vorhanden sein und es soll zwischen den Listenelementen ein Abstand sein. Dazu setzen wir den Margin Bottom auf 3 Pixel. Wir speichern das Ergebnis ab und sehen uns an und sehen, unsere Listenelemente im mobilen Design sind hier untereinander angeordnet. Wir sehen uns das Ganze jetzt noch im Browser in der Vorschau an. Und wir sehen hier jetzt unsere Listenelemente untereinander. Jetzt müssen wir noch unser mobiles Layout ansehen und sehen im mobilen Layout, wir haben einen Rahmen rund um unsere Menüpunkte, wir haben einen weißen Hintergrund und die Schrift, die allerdings noch nicht grau ist, so wie wir es haben wollten, und leider sind die Links auch noch unterstrichen. Das bedeutet, wir müssen hier unsere Links auch noch anpassen. Dazu gehen wir noch einmal in unseren Code und fügen nun eine Regel hinzu, für unsere Links, die eine Farbe bekommen sollen des Grauwertes und keinen Unterstrich bekommen sollen. Weiters fügen wir noch eine Regel hinzu für den Rollover-Wert. Hier soll sich die Farbe des Links zu einem etwas helleren Grau verändern. Wir speichern ab und sehen uns das Ganze noch einmal in der Vorschau an und sehen jetzt, dass unsere Links die richtigen Farbe haben und auch der Rollover-Effekt funktioniert. Als nächstes widmen wir uns der Navigation für die Tablet-Darstellung. Dafür scrollen wir etwas runter.
Wir sehen hier beginnen die Media Queries für den Tablet-Bereich und wir suchen uns hier wieder das Ende von unserem CSS-Code-Block für den Tablet-Bereich. Der ist hier und zwischen diesen letzten beiden geschwungenen Klammern müssen wir jetzt unsere Stile für die Tablet-Variante einfügen. Wir werden zuerst wieder das UL-Element definieren. Hier geben wir nur eine Höhe von 30 Pixel an. Und danach werden auch die Listenelemente selbst gestylt. Diese sollen jetzt nicht mehr untereinander sein, sondern nebeneinander. Deshalb setze ich Display auf Inline. Das heißt, ich mache die Listenelemente zu Inline-Elementen. Dadurch werden sie nur in der Größe durch ihren Inhalt bestimmt und nicht mehr auf die gesamte Breite ausgedehnt. Ich füge jetzt einen rechten Rand hinzu mit einem Pixel in Schwarz und Solid. Dieser soll als Trennstrich auf der rechten Seite der Menüpunkte dienen. Border Left hingegen soll keinen Rand bekommen, genauso wie der untere Rand und der obere Rand. Weiters werde ich noch das Padding anpassen. Das Padding soll oben 0 sein, rechts 10 Pixel, unten 0 und links ebenfalls wieder 10 Pixel. So, sehen wir uns einmal an, wie das im Layout aussieht. Wir gehen jetzt auf die Tablet-Variante und sehen hier oben, unser Menü hat sich jetzt angepasst, indem wir hier das Menü nebeneinander haben und die Trennstriche zwischen den einzelnen Menüpunkten. Das, was uns jetzt noch stört, ist, dass hier an der rechten Seite beim letzten Menüpunkt ebenfalls ein senkrechter Strich ist. Den müssen wir noch entfernen. Dazu gibt es eine sehr gute Regel. Wir werden für die Navigation, für das Listenelement, und zwar für das letzte Listenelement, das man mit Last Child bezeichnen kann, den Border auf None setzen. Wir sehen uns wieder an, das Ergebnis, und sehen hier auf der rechten Seite ist der Border ebenfalls verschwunden. Wenn man nun ganz genau auf die linke Seite schaut, dann sieht man, dass hier auf der linken Seite noch ein kleiner Abstand ist, im Gegensatz zu den Überschriften. Das kommt daher, dass wir bei jedem Listenelement auf der linken Seite ein Padding von 10 haben. Das bedeutet, wir müssen hier beim ersten Listenelement, das lässt sich mit First Child angeben, das Padding auf der linken Seite entfernen. So, wir sehen uns das Ergebnis wieder an. Und wunderbar, wir sehen hier auf der linken Seite sind wir in einer Linie und die Menüpunkte funktionieren wunderbar. Die letzte Variante, die wir stylen müssen, ist das Layout für die Desktop-Variante. Sehen wir uns vielleicht gleich einmal an, wie die Desktop-Variante jetzt aussieht. Machen wir das Ganze etwas größer. Dann sehen wir, dass hier das Menü richtigerweise schon daneben steht.
Aber was mir noch nicht gefällt, dass das Menü ganz am oberen Rand angedockt ist. Wir wollen also das Menü etwas weiter runtersetzen. Dazu müssen wir jetzt im Desktop-Layout-Bereich, der beginnt hier mit diesem Media Query. Hier suchen wir uns wieder das Ende von diesem Block. Der ist genau hier zwischen den letzten geschwungenen Klammern. Und dort fügen wir eine Regel ein für das UL-Element und geben diesen einen Margin Top von 40 Pixel. So, wenn wir uns noch einmal das Ergebnis ansehen, dann sehen wir hier, das Menü ist in der richtigen Höhe. Kontrollieren wir noch einmal die Desktop-Variante, die Tablet-Variante. Wir gehen zusammen, wir sehen das Menü in der Desktop, in der Tablet-Variante sieht in Ordnung aus und in der Mobile-Variante ebenfalls. Jetzt wollen wir uns noch um die Überschriften für den Blog und den News-Bereich kümmern. Dazu müssen wir die H2 und die H3 Überschriften anpassen. Das machen wir am besten wieder in unserer Layout-CSS. Indem wir eine neue Regel hinzufügen für den Tag H2 in der Layout-CSS. Und diese setzen wir auf 20 Pixel und Bold. Ebenso fügen wir die Regel für H3 hinzu. Ebenfalls wieder in der Layout-CSS. Und diese wird 16 Pixel und ebenfalls Bold. So, speichern wir das Ergebnis ab und sehen uns das Ergebnis im Browser an. Unsere Überschriften haben das richtige Format. Zum Schluss müssen wir uns jetzt noch um den Footer kümmern. Hier wollen wir einen Trennstrich haben und das Menü unten entsprechend anpassen. Den Footer können wir ebenfalls generell in unserer Layout-CSS designen, da diese Regel für alle Designs Mobile bis Desktop gleich ist. Wir fügen also hier eine neue Regel hinzu für die ID Footer in der Layout.css. Und geben hier eine Schriftgröße von 12 an und die Schrift in der Mitte ausgerichtet. Als nächstes müssen wir die Listenelemente im Footer stylen. Dazu wird ebenfalls eine neue Regel in der Layout.css hinzugefügt. Hier wieder ein zusammengesetzter Ausdruck. Und wir wollen die Listenelemente im Footer-Bereich designen. Ebenfalls wieder in der Layout.css. Diese müssen wieder als Inline-Element definiert werden, damit die Menüpunkte nebeneinander stehen. Und das Padding bekommt oben und unten 2 und links und rechts 5. Die Listenpunkte werden entfernt. Und wir geben dem Ganzen eine Hintergrundfarbe eines Grauwertes. Wir sagen OK und sehen uns das Ergebnis gleich wieder im Browser an.
Wir sehen hier unsere Menüpunkte, unsere Schrift unten. Und was uns jetzt noch auffällt, genauso wie bei den Menüpunkten in der Navigation oben, wir müssen hier noch unsere Links verändern. Dazu fügen wir hier bei der Layout CSS wieder eine neue Regel hinzu. Wieder einen zusammengesetzten Ausdruck. Und ändern jetzt das A-Tag im Footer-Bereich wieder in der Layout zum CSS. Und wählen hier aus Text Decoration None. Die Farbe der Schrift. Ein dunkles Grau und die Font Size werden wir auf 16 einstellen. Jetzt sehen wir das Ganze wieder im Browser an. Speichern. Browservorschau. Und wir sehen, dass unsere Menüpunkte und die Adresse hier unten richtig angeordnet sind. Wir werden jetzt zuletzt noch den Trennstrich einfügen. Dazu können wir beim Footer direkt einen Top-Rahmen von einem Pixel Solid, ein Pixel und einen Grauwert hinzufügen. Wir sehen hier jetzt unseren Trennstrich. So, kontrollieren wir unser Layout nun noch einmal, ob alles passt. Wir haben hier die Mobile-Variante, die sieht sehr gut aus. Wir haben hier die Tablet-Variante, das Logo oben, den Menübereich darunter, dann die drei Produkte in drei Spalten, darunter den News-Bereich, den Blog-Bereich und den Footer-Bereich und in der Desktop-Variante, das Logo, den Menübereich, hier drei Spalten mit den Produkten und daneben den News-Bereich und darunter haben wir hier den Blog-Bereich und ebenfalls den Footer-Bereich. Wir können uns jetzt das Ganze noch einmal anschauen in der Variante mit unserem Resizer. Ich aktiviere ihn hier, habe hier jetzt die Variante für den Desktop, schalte hier um auf die Tablet-Variante und sehe, es wird im Tablet richtig dargestellt. Und genauso in der Mobile-Variante. Auch hier sehe ich, wird es korrekt für das Handy dargestellt. Ich denke, diese Lektion hat gezeigt, wie einfach man mit Dreamweaver ein responsive Layout umsetzen kann.